Hagens Top 10 des Jahres 2023. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Ortloffs Top 10 des Jahres 2023. Und heute kommen wir auf Platz 2 zu einem Gefährt, das vor knapp einem halben Jahrhundert Geschichte schreiben sollte, aber unterdessen fast vergessen ist. Der Aerobus. Heute möchte ich euch die Geschichte von einem Verkehrsmittel erzählen, das hoffnungsfroh gestartet, dann aber leider völlig in der Versenkung verschwunden ist. Der Aerobus. Vor vielen Jahren hat mir Professor Dr. Urs Meier aus der Schweiz einen langen Brief geschrieben, in dem er mir von seiner Mitarbeit am Projekt Aerobus von Gerhard Müller erzählte. Ende der 60er Jahre wurde eine Versuchsstrecke am oberen Zürichsee errichtet. Und zwar von der Gerhard Müller Maschinenbau AG aus Dietlikon, die sich schon über Jahrzehnte einen Namen als Seilbahnbauer gemacht hat. Gerhard Müller war von den Vorteilen seines Bahnsystems so überzeugt, dass er es sogar patentieren ließ. Er hat zahlreiche Fotos schießen lassen, Vorträge verfasst und einen kurzen Schwarz-Weiß-Film drehen lassen, den mir Professor Meier seinerzeit als Video zukommen ließ. Es ist das Overground Traffic System, eine Hängebahn, die aber nicht auf Stahlschienen fährt wie in Wuppertal, sondern auf Aluminiumseilen bzw. Aluminiumschienen, die wie eine Hängebrücke an Seilen zwischen Pylonen aufgehängt sind. Der Aerobus hier bestand aus drei gelenkig verbundenen Teilen mit insgesamt 8 Motoren, auf denen die Räder direkt angebracht waren. Urs Meier war seinerzeit mit der Konstruktion von Motoren und der teilweisen Fertigung der Antriebsanlage befasst. In der Aerobus-Revue war in den frühen 70er Jahren zu lesen, das Verdienst, die Aerobus-Idee erstmals für einen innerstädtischen Massenverkehr einzusetzen, gebührt der Stadt Mannheim mit der Bundesgartenschau 1975. Im April 1975 begann das Aerobus-Zeitalter in Deutschland. Ein großer Dank gebührt auch Günter Lulay, der mit seiner Schmalfilmkamera die folgenden Momente eingefangen hat, und Andreas Lulay, der mir das Material zur Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung stellt. Vielen Dank. 8 dieser Hängegelenkwagen gab es. Jedes Exemplar wog 11 Tonnen, war 19,5 Meter lang und 2,30 Meter breit. Ein Aerobus bestand aus 9 einzelnen Elementen. Ein Element des Aerobus ist erhalten geblieben. Es befindet sich in einem Depot des Technoseums in Mannheim. Für die Öffentlichkeit allerdings nicht zugänglich. Dennoch bedanken wir uns herzlich beim Technoseum, dass wir hier drehen durften. Und Dank auch an Georg Mürb. Er ist ein Zeitzeuge. Was für ein Gefühl ist das denn, nach etwa einem halben Jahrhundert wieder in diesem Fahrzeug zu stehen? Ja, es ist das Gefühl, wie wenn ein Teil der Jugend zurückkommt. Es ist wieder fast das Gefühl wie früher. Ich schwebe. Ich bin ja oft genug mit dieser Bahn gefahren. Ich war damals Mitglied der Johanniter Unfallhilfe. Wir hatten immer am Wochenende so Freiwilligendienst und wir waren stationiert in Mannheim im Herzogenriedpark und mussten dann ab und zu mal auch rüber in den Luisenpark. Und um diese Wegstrecke zu überbrücken, mussten wir als Sanitäter oder Sanitätshelfer dann diese Bahn benutzen. Und es war dieses unbeschreibliche Gefühl, man schwebt über der Stadt und es war ja nahezu geräuschlos, diese Fahrt mit leichten Auf- und Abbewegungen, so wie Vögel sich im Wind bewegen. Ja, einfach unglaublich, heute nach fast einem halben Jahrhundert wieder hier an dieser Stelle zu stehen.
Mir fehlt jetzt nur noch meine alte Uniform. Die wird mir wahrscheinlich heute nicht mehr passen. Aber es ist ja prima. Einfach unbeschreiblich. Als das gefahren ist, waren schon in den Parks an den Endhaltestellen immer relativ große Schlangen. Man wollte ja dieses hochmoderne, für die damalige Zeit hochmoderne Verkehrsmittel mal zumindest ausprobieren. Die Fahrt selber war immer ein Genuss, weil es ging, wie ich schon sagte, fast geräuschlos. Und die Pfeiler standen weit auseinander, über 200 Meter auf der geraden Strecke. Die Seilspannung ist so bemessen, dass die Aluminiumfahrbahn im Ruhezustand etwas nach oben gebogen ist, bei Belastung durch das Fahrzeug aber ein waagerechter Fahrweg entsteht. So war es in einer Fachzeitschrift beschrieben. Wenn sich dann zwei Fahrzeuge begegneten, eines, das aus Richtung Luisenpark kam, wir, die in Richtung Luisenpark fuhren, dann war das immer so ein Punkt, wo dann Fensterplätze sehr begehrt waren. Und so ging's dann runter zur Endstation im Herzogenriedpark. Hier konnte man dann auch auf schmalen Gleisen durch den Park rollen. Die futuristische Zugmaschine hat übrigens überlebt. Sie ist jetzt im Schlossgarten in Karlsruhe zu Hause. Und wir gehen wieder in die Luft. Die Fahrzeuge waren mehrgliedrig mit Faltenbälge in der Mitte, weil es war einfach den Radien geschuldet. Es gab einen großen, engen Radius. Der war in Mannheim über den Neckar. Die Bahn kam vom Herzogenriedpark, ging direkt nach der Feuerwache über den Neckar an einem Stück ohne Tragmast zwischendrin, ging dann an einem Eisengerüst in die Höhe. Dann ging es schätzungsweise so etwa zwischen 7 und 10 Meter über dem Grund, ging es dann durch die Straße, es ging die Max-Josef-Straße entlang. Dort war der einzige Kontakt wirklich mit Wohnhäusern. Aber die Max-Josef-Straße ist eine relativ breite Straße mit Alleebäumen und so, sodass also diese Bahn nicht sonderlich gestört hat. Und dann ging es in den Luisenpark nochmal mit einer scharfen Rechtskurve an die Endhaltestelle. Die Endhaltestelle war jeweils abgesenkt, sodass der Fahrzeugboden dort, ich schätze mal, 1,5 bis maximal 2 Meter über dem Boden war. Dort waren dann auch Bahnsteige. Die Bahn fuhr, die Strecke war ja zweispurig, fuhr rein und dann wurde ein Stahlschienenstück verschwenkt, sodass der Wagen in der anderen Richtung auf der jeweils rechten Spur seinem neuen Fahrziel entgegenfahren konnte. Zwischen dem 18. April und dem 19. Oktober 1975, also binnen eines halben Jahres, fuhren mehr als 2 Millionen Fahrgäste mit dem Aerobus. Als die Bahn dann abgebaut werden sollte, gab es sogar eine Bürgerinitiative, die sich dafür stark gemacht hat, dieses Verkehrsmittel zu erhalten. Ein Teil der Strecke blieb für Versuchszwecke erhalten, aber auch dieser Betrieb wurde 1979 eingestellt. Fred Kirschbaum hat mir die folgenden Fotos geschickt mit dem Satz: Das traurige Ende fand ich 1985 in einem Industriegebiet in Schaffhausen. Das Overground Traffic System der Gerhard Müller Maschinenbau AG in Zürich-Dietlikon war mit so vielen Hoffnungen gestartet. In der Aerobus Revue war vor 50 Jahren zu lesen: Damit bleibt Mannheim nicht nur die Geburtsstätte des ersten Fahrrades und des ersten Automobils, sondern es wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, auch Vorbild für ein umweltfreundliches, attraktives Verkehrsmittel, auf das die ganze Welt zu warten scheint. Schade, es kam leider anders.